Liebe Freundinnen und Freunde, unser gemeinsames Ziel ist der Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag 2017. Der Weg ist noch weit dahin und vor uns liegen noch als Etappenziele einige Landtagswahlen im nächsten und übernächsten Jahr. Aber die Wahlerfolge in Hamburg und in Bremen, die haben uns doch gezeigt, dass wir auf einem richtigen Weg sind, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und ich denke, dass das Erfolgsgeheimnis in Hamburg und auch in Bremen gewesen ist, dass wir uns mit den richtigen Themen beschäftigt haben, dass wir die Antworten auf die konkreten Probleme der Menschen gegeben haben und dass wir es geschafft haben, die richtigen Kandidaten nach vorne zu stellen, die unsere Themen glaubhaft und authentisch vertreten konnten. Aber das Wichtigste war, dass wir alle gemeinsam gekämpft haben, als gesamte Partei in Hamburg, im Bund und auch mit den anderen Landesverbänden. Ohne sie alle, ohne die Power, ohne den Spirit, ohne das großartige Engagement von Ihnen allen hätten wir in Hamburg und in Bremen nicht diese Wahlerfolge feiern können. Dafür möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken und Ihnen allen gratulieren. Die Wahlerfolge in Hamburg und Bremen waren auch Ihre Erfolge. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dass die FDP im Deutschen Bundestag wieder gebraucht wird, das ist ganz offenkundig. Dort werden die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft missachtet. Die Bürger- und Freiheitsrechte werden mit Füßen getreten. Die Bürger werden abkassiert und die Unternehmen mit Bürokratie erstickt. Und es ist gut und richtig, dass die FDP sich klar und deutlich in diesen Bereichen äußert. Ich möchte aber, dass die FDP auch wieder der Treiber in der Bildungs- und Gesellschaftspolitik sein wird. Da kommen wir her und ich möchte, dass wir uns da wieder mehr engagieren. Und dazu nur ein paar Gedanken. Der Kita-Streik, der gerade tobt, der hat den Wert der frühkindlichen Bildung wieder in die Debatte gebracht. Das ist gut so, weil in der frühkindlichen Bildung die Grundlagen für den späteren Lebensweg und für den späteren Bildungserfolg gelegt werden. Wir haben viele engagierte Erzieherinnen und Erzieher, aber die haben mit immer höheren Anforderungen zu kämpfen. Immer mehr Kinder kommen in die Kitas, die große sprachliche Defizite haben. Und das sind längst nicht nur Kinder aus Migrantenfamilien oder Flüchtlingskinder. Und wir wissen alle, dass Kinder, wenn sie im Kindergarten die sprachlichen Defizite nicht aufholen und in die Schule kommen, in die erste Klasse, ohne ausreichend Deutsch zu sprechen, dann sind ihre Schulabbrecherkarrieren im Prinzip schon vorgelegt. Und deswegen müssen wir in den Kindertagesstätten, in der Kinderbetreuung wieder mehr über Qualität reden und nicht alleine nur über Quantität. Und da gilt, gute Bildung kostet viel Geld, aber schlechte Bildung kostet noch viel, viel mehr. Und deshalb ist es ein großer Fehler der sozialdemokratischen Bildungspolitik, dass man die Gebühren für die Kitas und auch für die Hochschulen abgeschafft hat und dann gleichzeitig zu erzählen, dass nicht mehr genügend Geld da ist für die notwendige Qualitätsoffensive. Das kann und darf nicht sein. Das ist absolut der falsche Weg und den werden wir nicht mitgehen. Wir wissen aber auch, dass viele Kommunen und Länder nicht genügend Geld haben, um eine umfassende Modernisierung ihres Bildungssystems vorzunehmen und wirklich in eine Qualitätsoffensive zu investieren. Aber wir dürfen es auch nicht zulassen, dass Kinder aus Ländern, die weniger Geld haben, dass die abgehängt werden. Und deshalb ist es richtig, dass der Bund bei der Finanzierung der umfassenden Bildungsmodernisierung einspringt. Es ist richtig, dass wir das morgen in unserem Leitantrag auch fordern. Der Staat gibt für 160 unterschiedlichste familienpolitische Leistungen 200 Milliarden Euro aus. Das sind fast zwei Drittel des Bundeshaushaltes. Und weil das so ist, müssen wir uns natürlich fragen, ob die Ziele und Wirkung dieser Maßnahmen wirklich aufeinander abgestimmt sind. Und da möchte ich ein Beispiel nennen, was ich wirklich grotesk finde. Da werden Milliarden für den Kita-Ausbau investiert, aber gleichzeitig wird eine Prämie mit dem Betreuungsgeld dafür gezahlt, dass Eltern die staatlich subventionierten Kita-Plätze nicht in Anspruch nehmen. Ich halte das für einen großen Fehler und ich finde, wir müssen so ehrlich sein und auch sagen, dass wir damals mit der Zustimmung zum Betreuungsgeld einen Fehler gemacht haben. Wir hatten massive Bedenken gegeben. Das Betreuungsgeld ist und bleibt ein Fehler und es gehört abgeschafft, meine Damen und Herren.
Und wenn wir heute Antworten auf die Fragen der Zukunft oder auch der Gegenwart finden wollen, dann müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass sich Familie und Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten massiv verändert hat. Natürlich gibt es immer noch die klassische Alleinverdiener-Ehe mit mehreren Kindern. Daneben gibt es aber viele unterschiedliche Lebensformen. Da gibt es die Alleinerziehenden, da gibt es die getrennten und geschiedenen Eltern, da gibt es die gleichgeschlechtlichen Paare mit oder ohne Kindern. Und der Staat hat auch erkannt und fördert auch sogenannte Doppelverdienerpaare, zum Beispiel mit dem Elterngeld oder auch das neue Unterhaltsrecht weist in diese Richtung. Aber dieser Weg wird eben noch nicht konsequent zu Ende gegangen, weil wir eben mit dem Ehegattensplitting oder auch mit der beitragsfreien Mitversicherung von Ehegatten in der gesetzlichen Krankenkasse Milliarden ausgeben. Und zwar ohne, dass wir etwas für die Förderung der Kinder tun oder den Familien mehr wirtschaftliche Stabilität geben. Und deswegen appelliere ich an Sie, nehmen wir doch die Realität zur Kenntnis, seien wir mutig und arbeiten wir gemeinsam daran, dass das Ehegattensplitting hin zu einem kinderorientierten Familiensplitting umgewandelt wird und ausgeweitet wird. Liebe Freundinnen und Freunde, eins kann ich Ihnen versprechen. Ich werde als stellvertretende Bundesvorsitzende, sofern Sie mich denn heute wählen, genauso ehrgeizig und genauso zielstrebig meinen Job machen, wie ich es schon zweimal erfolgreich als Hamburger Spitzenkandidatin gemacht habe und wie ich es auch jetzt als Landes- und Fraktionsvorsitzende in Hamburg tue. Der Weg, den wir vor uns haben, der ist lang und steinig. Gemeinsam werden wir es aber meistern. Ich möchte gerne daran mitwirken und ich würde mich sehr über Ihre Unterstützung freuen. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja Sud.